Das Entstehen von Industrien war immer auch gekoppelt an die Nähe zur Energie. Energie für den Betrieb von Maschinen, von Anlagen und für die Herstellung von Prozesswärme. Braunkohle ist mit einem Anteil von fast 25% an der deutschen Stromproduktion der Primärenergieträger Nummer 1. Die Braunkohlekraftwerke am Niederrhein und in der südlichen Nachbarschaft sichern allein die Hälfte des Strombedarfs von Nordrhein-Westfalen. Der Tagebau Garzweiler bei Grevenbruch. Hier lagern 1,3 Milliarden Tonnen Braunkohle. RWE Power will diesen Bodenschatz bis zum Jahr 2045 in seinen benachbarten Kraftwerken zu Strom umwandeln. Im Kraftwerk Neurath sind jüngst zwei neue Blöcke mit einer Bruttoleistung von je 1100 Megawatt in Betrieb gegangen. Sie produzieren Grundlaststrom effizienter und umweltschonender als nirgendwo sonst auf der Welt. Nutznießer sind unter anderem die Industrieunternehmen am Niederrhein, die bei ihren Produktionsprozessen auf die sichere Verfügbarkeit von hohen Stromleistungen angewiesen sind. Zum Beispiel Hydro, Deutschlands größte Aluminiumhütte, Alunorf, das weltweit größte Aluminiumwalzwerk und Simpelkamp mit der weltweit größten Gießerei. Auch die Chemie, die am Niederrhein traditionell stark vertreten ist, zählt zu den energieintensiven Industrien. RWE Power betreibt für den Bayer-Standort Dormagen auf dem Werksgelände ein 560 Megawatt Gas- und Dampfturbinenkraftwerk für die Stromerzeugung und ein erdgasbefeuertes Heizkraftwerk für die Dampfversorgung. Die Energieerzeuger am Standort Niederrhein leisten nicht nur einen immensen Beitrag zur Zukunftssicherung der örtlichen Industrie und der deutschen Stromversorgung. Sie helfen dabei, den Anteil an erneuerbaren Energien an der gesamten Energieerzeugung von derzeit etwa 20% auf die angestrebten 30% im Jahr 2020 zu erhöhen. Die regionalen Energieversorger wie die NEW im Raum Mönchengladbach haben hierzu eigens Tochtergesellschaften gegründet. Sie betreiben Biogasanlagen, Windkrafträder und Photovoltaikanlagen auf den Dächern zahlreicher öffentlicher und privater Gebäude. Ebenfalls als Tochtergesellschaft betreibt die Windtest Grevenbruch GmbH das größte Testfeld der Welt für Binnenland-Windenergieanlagen. Bereits seit 1998 testet das Unternehmen hier Prototypen und Versuchsanlagen. Weitere typische Player im niederrheinischen Markt der regenerativen Energie sind mittelständische Unternehmen, die sich auf den wachsenden Markt ausgerichtet haben, sei es als Zulieferer, Produzent oder Anlagenbetreiber. Windenergie Jansen aus Viersen plant, installiert und betreibt Windparks wie den in Förde. Bei dem Neusser Unternehmen Hummel Energiesysteme ist Pflanzenöl der Treibstoff für einen Blockheizkraftwerkpark mit insgesamt 30 grundlastfähigen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Der Park erzeugt mit einem Wirkungsgrad von 90% Strom, der für 25.000 Haushalte oder einige hundert mittlere Betriebe ausreicht. Die entstehende Wärme wird entkoppelt und in ein angeschlossenes Nahwärmenetz eingespeist. Der Flughafen Airport Weeze hat die größte Photovoltaikanlage in Nordrhein-Westfalen installiert. Sie hat eine Leistung von rund 14 Megawatt und produziert eine Strommenge, die für weit mehr als 3000 Haushalte ausreicht. Eine dritte Form der organisierten Mitgestaltung sind genossenschaftliche Bürgergesellschaften wie die Re-Energie Niederrhein AG in Nettetal. Sie plant unter anderem die Konversionsfläche des ehemaligen Militärflughafens in Niederkrüchten-Elmt in einen Solarpark umzuwandeln. Unternehmen wie diese wollen aus der Mitte einer verantwortungsbewussten Bürgerschaft und örtlichen Wirtschaft heraus die Energiewende aktiv vor Ort mitgestalten. Sind zunächst erste Schritte. Doch hier am Niederrhein findet sich genau der richtige Mix für eine erfolgreiche Umsetzung des Energiewandels. Weite, flache Landwirtschaftsflächen, eine innovative gewerbliche Wirtschaft und ein intelligentes Netzwerk aus Energie-Know-how, Forschung und Lehre. Genau deshalb hat der Niederrhein als bedeutender Energiestandort nicht nur eine große Geschichte, sondern auch eine große Zukunft.